Hallo und herzlich willkommen zurück bei Horizon Forbidden West. So, das Rebellenlager ist ein bisschen weiter weg. Die Folge jetzt ein bisschen Erkundungszeug. Nächste Folge dann Gaia. Mal gucken, wie lange ich die Folge mache. Aber wir haben jetzt ein kleines Stückchen vor uns. Da haben wir wieder ein paar Streiter. Oh, ich muss mal rauskriegen, wie man wie an neue Heiltränke kommt. Ich glaube, die kann ich an Werkbänken selber herstellen, ne? Das habe ich, glaube ich, gelernt. Ist schon cool jetzt hier mit den Lichtern. Bin echt gespannt, was die drei Jungs daraus machen. Also wir werden auf jeden Fall nochmal wieder zurückkehren, um uns das dann später mal anzuschauen. Weil die müssen ja hier ein paar Lager räumen. Hat den Geier nicht mal angevisiert. Ich brauche halt noch ein paar Viecher. Das ist ein Schweinchen. Das liegt auch nicht mal in meine Richtung. Schweinchen ist uninteressant. Das hat das Tierchen da. Krötenechsen und Skorpione. Für unsere Taschen. Da dürfte vom Skorpion eigentlich nicht viel übrig bleiben. Wenn die da so mit dem Speer drauf sammelt. Okay, ich kann. Das heißt, ich kann die Vögel auf jeden Fall abschießen. Ich meine, ich brauche ja auch Geier-Material. Von daher. Da muss ich mal über Zeiten gucken, wie man das am besten. Wie ich das am besten mache. Die fliegen halt immer weg, wenn ich in die Nähe komme. Was verständlich ist. Moment. Jetzt echt. Tja, ich treffe die nicht. Ich sollte also versuchen, mich so leise wie möglich an die Viecher dran zu bewegen und sie dann am Boden schon zu erlegen. Dafür müsste ich einfach mal aufhören zu rennen und gucken, dass ich sie vorher sehe. So, da ist ein das Rebellenlager. Wie der Osram-Stöberer sagte. Er hat aber nicht erwähnt, dass er unter einem Horus liegt. Was machen die hier? Frage ist, ob wir das wissen wollen. Ist auf jeden Fall ein bisschen größer das Lager. Was haben wir da? Lohr? Wertgegenstände. Großzügiges Lager. Aus so einem habe ich das Überbrückungsmodul meines Speers gebaut. Die Rebellen benutzen sie wohl auch. Feiern gerade ein Fest, hä? Ich kann jetzt Dornrücken überbrücken und reiten. Ich wurde entdeckt. Mist, 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 Mist. Reiter, er hat sich wohl verkrochen. Muss aufpassen. Au. Auf dem Krallenschreiter hier angeritten zu kommen, ist natürlich unschön. Ei!
Also habe ich jetzt die Augen verloren. Warten wir mal kurz ein bisschen ab. Da ist der Anführer. Das ist gut. Also ich denke, dass es der Anführer ist. Habe ich irgendwelche besonderen Sachen? Ja, ich könnte die Rauchbombe nehmen. Oha, sie kommen. Wir scheuchen sie aus ihrem Versteck. Wir kriegen dich. Ich bin schon dabei. Okay. Sollen sie? Sieht hinter jedem Grashalm nach. Ich suche. Für dich ist es aus. Echt jetzt? Du schießt mit Sprengpfeilen? Gut getroffen. Wo ist meine Feuer? Hier. Solltet ihr bitte einfach durch die scheiß Feuerfalle laufen? Eloy. Gut, letzten Endes war es auch nicht geplant, dass mich der Donnerrücken da erwischt. Vor allen Dingen, ich kann ihn überbrücken. Warum konnte ich ihn nicht überbrücken? Dann nochmal das Ganze. Ein Rebellenlager, wie der Osseram-Stöberer sagte. Er hat aber nicht erwähnt, dass er unter einem Hubus liegt. Was machen wir hier? Na, endlich mal ein Geier. So. Okay, konnte ich vorhin nicht machen, weil da ein Reiter drauf war. Deswegen konnte ich nicht überbringen. So weit weg. Einer von euch reißt irgendwas, nur damit das klar ist. So. Da komme ich rein. Das Lager ist ein bisschen voller. Vielleicht nimmt das eine ganze Folge in Anspruch. Aus so einem habe ich das Überbrückungsmodul meines Schwers gebaut. Die Rebellen benutzen es wohl auch. Die scheint drin zu sein. Auf dem Teil, okay. Uninteressant. Ist da der Anführer mit dabei? Nein. Aber ausschalten muss ich sie eher.
geh mal rein. Das war knapp. Ist da? Nein! Wenn der hier das Sagen hat, wird mir vielleicht klar, was sie vorhaben. Jetzt kämpfen! Ich weiß nicht, wie es hier aussieht. Ich renne erstmal lieber ein bisschen. Modul wie meins, aber anders. Ja, schön. Damit überbrücken die Rebellen die Maschinen. Wenn ich das zerstöre, haben die Rebellen weniger davon. Schön. Viel besser. Hat jemand von uns erwischt? Ja, ich erwische hier ganz viele von euch. Echt jetzt? Ich sitze gar nichts. Kollege, du hast keine Ahnung, wovon du redest. Verliert mich so schnell aus den Augen. Das ist schon nicht mehr lustig. Komm ich da hoch? Was ist denn eigentlich für eine Basis? Hier ist ja alles offen. Gar nichts, das habe ich schon mal gesagt. Das gibt's doch nicht. Der macht mich einfach mit 3 Schlägen kaputt. Es sind zu viele. Ich muss das intelligenter angehen. Ja, tut mir leid, die ganze Folge wird sich um das Rebellenlager drehen, offensichtlich. Ach ja, ist das schön. Nicht. Der ist so weit weg. Könntest du einfach mal stehen bleiben? Irgendwas zu berichten? Wenn der Feind sich nähert, kommt er an mir nicht vorbei. Nicht? Sie haben mich! Nicht fertig mit dir!
mich erwischt. Ah! Was sollte ich auch sonst sagen als Mensch? Okay, dann laufen wir mal wieder. Putz. Ich weiß nicht wohin. Ich will einfach nur wieder rein, aber auf der anderen Seite. Okay. Krallenschalter muss ich zuerst ausschalten. Das sind zwei. Schießt er mit einer dicken Knarre auf mich? Okay. Kollege Schnürschuh, so läuft das nicht. Das Liebste wäre mir natürlich, ich könnte mir zuallererst mal eine Maschine holen, die mir hilft beim Kämpfen. Da wäre der Dornrücken natürlich das Schönste. Sitzt aber unglücklicherweise einer drauf. Das heißt, ich kann den nicht überbrücken. Das heißt, den da muss ich zuerst ausschalten. Dafür warte ich jetzt, bis er mir vorbeireitet. Und der kommt direkt auf mich zu, ne? Ich mach den erstmal kaputt. Komm. Muss ich die Krallenschreiter finden. Ich glaube nicht, dass ich noch weiter links rüberkomme. Vielleicht. Jetzt doch. Ah. Hier lang ist jetzt nicht der optimalste Weg, würde ich meinen. Wenn es überhaupt einer ist. Ich muss das Ganze jetzt einfach ein bisschen taktischer angehen. Ich komme hier schon raus. Wir wollen nicht raus, wir wollen rein. Und vorsichtig die ganze Geschichte angehen. Freundlich aus. Warum sind denn Osaram jetzt auf jeden Fall auf einmal meine Feinde? Die sitzt auf dem Schreiter, oder? Da ist Cheffe. Kann ich... Ein Stein. Wow.
Ihr seid Knaller. Finden wir diese Nora. Sie ist es, oder? Keine Spur von ihr. Oh, bist du echt dran vorbeigelaufen? Okay, dass es so einfach werden würde. Wo ist sie denn? Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Komm schon. Geh durch. Echt jetzt? Finden wir diese Nora. Okay. Dir. Er ist tot. Sie ist da oben. Bin ich gar nicht. Eindringling! Komm schon. Mal taktisches Vorgehen, ne? Hab ich ja gesagt. Mal alles auffüllen hier. Ist zu weit weg. Moment, von wo? Ah, Verderber, das ist okay. Sterben. Die haben mich echt aus den Augen verloren. Okay, womit schießen die da? Mal sehen, wie dir das gefällt. Okay, besser.
bin selbst in meine eigene Falle gerannt. Ich bin ein Trottel. Karamba, Kollege, jetzt hör mal auf da. Hat der Schleuder oder so, aber nein, der schmeißt die Dinger einfach. Okay, mein ursprünglicher Plan für die Folgen wird sich ein wenig ändern. Geht leider nicht anders. Weil das Lager ist doch etwas größer, als ich dachte. Jetzt, wo ich den Anführer schon mal kaputt habe. Haben Sie Maschinengewehr? Und dieser Hammer. Er hat ein Überbrückungsmodul wie meins, aber anders. Ich glaube, damit überbrücken die Rebellen die Maschinen. Die Rebellen weniger davon. Seid ihr noch da? Jetzt habe ich dich. Oh nein. Ihr habt das gehört. Den habe ich doch kaputt gemacht. Raus hier. Meine Fresse, jetzt kommt noch der Dicke von oben wieder dazu, ja? Schmeiß wieder mit einem Steinchen. Dem rankommen, ne? Nein! Nein, Trottel! Fallen sind schon praktisch, muss ich tatsächlich das sagen. Ich brauche Heilung. Dich erledige ich. Sehen? Nein! Hoch! Da ist was zum Heilen.
Raketenwerfer oder was? Nein. Wohin jetzt? Jetzt noch schon wieder auf mich. Ja, toll. Mann, warum macht er denn das? Weil sie die falsche Waffe genommen hat. Gibt's doch nicht. Und jetzt kann ich den ganzen Schmarrn nochmal von vorne machen. Ich glaub's ja wohl. Ja, machen wir den ganzen Schmarrn nochmal von vorne. Ich gehe da jetzt durch. Das ist mir jetzt vollkommen egal. Ich hole mir da hinten den Loheträger und dann hole ich mir die da drin mit Feuerfallen. So wie gerade auch. Das hat ja super funktioniert. Und kaum dachte ich, ich hätte den Anführer mit kaputt gemacht. Pustekuchen. Warum habe ich denn den großen Heiltrank nicht? Sind das jetzt Werkzeuge? Da. Mit noch einem Gesundheitstrank, den habe ich da. Der ist auch ausgerüstet. Ändern. Mit noch einem Gesundheitstrank. So. Dann habe ich noch ein bisschen Restheilung. Habe ich jetzt gelootet hier? Ja. So, jetzt gehen wir wieder da links rein. Wie gerade. Und machen den ganzen Schmarrn wieder mit den Feuerfallen. Was am meisten gestört hat mich jetzt tatsächlich der Steinewerfer, Heino. Oh. Verderber hier konnte ich looten. Der hat 23 Schaden. Die hätte schon vorhin auch gehabt. Aber der Plan war aber eigentlich nicht, dass ich jetzt hier runtergehe, ne? Ich will da eigentlich hoch. Dafür muss ich da hinten lang, okay. Ich habe nichts gehört.
Hier ist ein Eindringling. Wo? Also nicht, wo ist der Eindringling, sondern wo? Siehst du mich? Wer bist du? Sie muss es sein. Sie hat auf uns abgesehen. Hier ist keine Spur von ihr. Alles okay. Tut mir leid. Da stimmt was nicht. Okay, nicht jeder mit Schild scheint Anführer zu sein. Ist noch ein Verderber. Ey, ihr dürft jetzt gerne wieder einmal kurz. Wir müssen ein großes Gebiet abdecken. Ah, da ist ein Seil. Wer ruft denn da von der Seite? Meldet euch, Leute! Dass ihr alle runtergegangen seid. Komme ich mir hier nicht Torschalterung ran? Nein! Nein! Ich wollte auch die Rebellensoldatin ein bisschen hier. Ach, das gibt's doch nicht. Schaltet ihr einfach wieder um. Ich glaube, von hier wird das Lager geleitet. Das sind nur Streiter, okay. Was machen die hier? Die sehen nicht sehr freundlich aus. Wir sind verschwunden. Wir sind nicht tot. Also wachsam bleiben. Oha. Hey. Okay, vergesst es. Das war eine Folge für den Schrott. Ich habe keine Chance in diesem Lager. Ich bin einfach noch zu schwach. Das hätte ich schon vor 30 Minuten feststellen können. Dann reisen wir wenigstens noch zu Gaia und geben Poseidon ab. Das war frustrierend. Das ist wohl die schlimmste Folge, die ich bis jetzt gemacht habe. Warte mal, hier wollte ich ja gar nicht hin. Ich wollte doch hier in die Basis rein. Gerücht. Ich sehe dich, Streiter. Ja, gib mal das Gerücht. Um zu überleben. Sind die richtigen Rationen genauso wichtig wie die richtigen Waffen? Wenn du Nahrung willst, die da draußen dein Leben rettet, musst du nach Salzbiss gehen. Die Köchin, Pentala, bekocht alle, egal ob sie zernackt sind oder nicht. Wenn ich dorthin komme, schaue ich bei ihr vorbei. Ja, danke schön. Karte und einmal hier die Quest verfolgen, damit ich sehe, wo ich lang muss. Weil das war eigentlich doch da oben, dachte ich, aber. Nun gut. Dann mal hoch mit dir. Oh, das ist eine frustrierende Folge. Eine richtig frustrierende.
Meinst du so? Oh! Du schwingst keinen Hammer, Erend. Versuch's mal etwas sanfter. Meine Wurstfinger sind nun mal nicht sehr sanft, okay? Zurück. Folge der Linie. Rechts. Das andere rechts. Ich hab sie gesehen. Aloy hat sie im Norden gefunden. Hab ich dich. Das nennt man Concussion Beat Party oder so. Das nenne ich Musik. Aloy. Erend, es geht dir besser. Und du bist hier. Es geht nur weiter, wenn du dein Ding durchziehst. Wenn wir schnell lernen, helfen wir dir dabei. Du brauchst jede Hilfe, die du kriegen kannst, hm? Es liegt aber noch viel Training vor uns. Man wird nicht an einem Tag zu einem Jäger. Sieht aus, als hättest du alles unter Kontrolle. Ich sollte das zu Gaia bringen. Gut, wir trainieren weiter. Holen so schnell wie möglich auf. Ich träume schon von Glyphen. Tja, während du dich amüsiert hast, habe ich mit Gaia versucht, mehr über die Landgötter herauszufinden. Also, so wie ich das sehe, brauchst du dringend etwas Übung. Komm mit. Okay. Peinliche Stille oder was? Die unterhalten wir uns später. Ach, und wir können eine weitere Runde einsetzen. Willkommen zurück, Aloy. Wenn du bereit bist, verschmelze Poseidon mit mir. Anschließend muss ich etwas so, Wichtiges mit dir besprechen. Oh. Das Wichtige ist mit mir besprechen. Ja, dann tut's mir leid, dann machen wir das erst in der nächsten Folge. Die darf jetzt leider nicht mehr zu lang werden, ich muss nämlich jetzt gleich los. Hervorragende Wahl. Eine wunderbare Zeitverschwendung, die wir hier veranstaltet haben. Tut mir leid. Trotzdem danke ich für eure Aufmerksamkeit und das lasse ich nicht nochmal passieren. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Euer Stöffel.